Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Leider wird es gefühlt immer dunkler. Wir stehen, glaube ich, kurz vor einem Gewitter und ich hoffe, dass das trotzdem einigermaßen von den Lichtverhältnissen hier so passt. Ich habe so das Gefühl, es ist doch ein bisschen finsterer im Rückblick sozusagen der Kamera, als es wohl dann tatsächlich ist. Also ich hoffe, ansonsten entschuldigt bitte, dass es etwas dunkler ist. Ich hatte eigentlich um 4:30 Uhr nachmittags noch gedacht, es ist hell genug, um ein Video zu drehen. Ja, so schnell täuscht man sich im Sommer. Ja, herzlich willkommen in der Nachwoche sozusagen von dem Kingsiana-Wochenende in Berlin. Unser zweiter Termin war ja am letzten Wochenende und ihr seid ja mit Bildern wahrscheinlich voll gespammt worden von uns Vieren, wie wir da unterwegs waren. Und es wird auch auf diesem Kanal natürlich einen Vlog geben. Ich hoffe mal, dass es ihn in der nächsten Woche gibt. Ich am Wochenende ein bisschen Zeit und Muse dazu finde, ihn zu schneiden. Und ich habe ein bisschen gefilmt, leider tatsächlich gar nicht so viel. Aber auch ein paar tolle Bilder gemacht und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Meine Neuzugänge aus Berlin habt ihr ja schon gesehen, die ich eingekauft habe und das Video ist ja schon online gekommen. Das war so das Einzige, zu dem ich mich in dieser Woche ein bisschen aufraffen konnte. Denn man hat natürlich nach so einer Veranstaltung, also ich habe das zumindest immer, ich habe das auch nach Messen und auch nach Frankfurt habe ich das gehabt, so ein bisschen einen Durchhänger und so ein bisschen einen Hangover und ich merke das auch beim Lesen, dass ich mich so gefühlt gerade Montag, Dienstag so gar nicht groß irgendwie konzentrieren konnte und man auch sehr mitteilungsbedürftig ist, zumindest mit Menschen, die nicht dabei waren, wollen wir es einfach mal so nennen, und einfach um die Gedanken zu formen und man einfach über dieses tolle Wochenende sprechen möchte. Und ja, aber wir kümmern uns ja heute um die Bücher in der Vorwoche, also vor Berlin, und es ist doch ganz schön was lesetechnisch zusammengekommen. Ich habe direkt zwei Bücher von der Autorin von einer Reihe hintereinander weggelesen, und zwar ist das Rock My Heart und Rock My Body von Jamie Shaw. Ja, ihr hört richtig, New Adult ist bei Steffi eingezogen. Wer daran schuld ist und was mir so gefallen hat, dass ich weitergelesen habe, dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich gehört und zum Teil auch gelesen, vollendet von Neil Schusterman, als riesen Size-Fan, der ich ja bin. Das müsstet ihr, glaube ich, hier hinten auch sehen. Ist dieses Büchlein schon viel zu lange auf meinem Sub und ich habe sowohl zum Teil gehört, wie eben auch gelesen, gerade wenn ich mit dem Hörbuch so das ein oder andere Problem hatte. Aber ich bin da ja sehr flexibel in der Aufnahme. Für mich funktioniert beides sehr gut und da habe ich mich sehr gefreut, es endlich in die Hand zu nehmen. Dann haben wir im Leseklub Die Zelle von Jonas Winner gelesen und eben auch beendet. Und das ist eigentlich als Thriller deklariert. Für mich war es das nicht so ganz. Aber warum, weshalb? Da muss ich natürlich später drauf eingehen. Und dann hatte ich noch so ein bisschen Lust auf Poetry Slam, bin durch meine Audible-Bibliothek gegangen und habe Jetzt Baby von Julia Engelmann entdeckt. Ist, glaube ich, ihr drittes oder viertes Buch und ich habe bisher ja alle gelesen oder gehört und dachte mir, die 1,5 Stunden, die dieses Hörbuch dauert, die nimmst du dir. Und da spricht sie ja auch selbst und sie vertont das ja auch wirklich, wie wenn man auf einem Poetry Slam ist. Und das habe ich, glaube ich, noch, ja, bevor ich nach Berlin gefahren bin, gehört. Und ja, bald kommt ja auch ihr neues Buch. Dann habe ich auch zwei Harry Potter Filme in der Woche angeguckt. Bin jetzt sozusagen mit den Filmen auf den neuesten Stand, wenn man so nach den Rereads geht. Und denke, wir fangen jetzt einfach so ein bisschen mit den Büchern der Woche an. Ja, und zwar Rock My Heart und Rock My Body von Jamie Shaw. Das ist der erste und zweite Teil der The Last To Know-Reihe, ja, und die besteht aus 4 Teilen und alle sind mittlerweile auch schon erschienen. Und geschwärmt hat die liebe Anka von Ankas Geblubber, ich packe ihr Video mal unten in die Infobox, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschauen, die, glaube ich, theoretisch auch tatsächlich kaum oder bis gar nicht New Adult liest, hier aber so von der Rockstar-Geschichte geschwärmt hat und ich ja auch so einen kleinen Fable für Rockstars habe und ich das tatsächlich irgendwie noch einen sehr... Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich kann mir das einfach gut vorstellen, wenn man so einen Rockstar trifft, dass man da alle Dinge über den Haufen wirft, an die man sonst glaubt und denkt und einfach so Fangirl-mäßig da unterwegs ist. Und ich fand einfach ihre Beschreibung zu dieser Reihe so toll. Sie ist, glaube ich, gerade im 3. oder schon im 4., das weiß ich gar nicht mehr genau. Und ja, da habe ich mir direkt den ersten sozusagen mal zur Hand genommen und habe den ersten Teil relativ schnell weggesuchtet und habe auch zwischendrin dann schon gedacht,
den zweiten musst du auf jeden Fall auch haben. Und ja, so sind dann eben diese E-Books auch bei mir eingezogen. Und das ist der Riesenvorteil an E-Books. Wenn man Bock hat, holt man sich eben einfach die Bücher her. Aber um was geht es natürlich in dieser Reihe? Also es geht um eine Band, um die The Last Ones to Know Band, die, glaube ich, aus 4, 5 Jungs besteht. Alle natürlich sexy, hübsch und toll und ein bisschen Bad Boy und wie man sich das so ganz klischeehaft einfach vorstellen möchte. Und ich hatte übrigens auch noch so gedacht, von Page Toon gibt es ja auch Du bist mein Stern, was ja auch so diesen Rockstar hat. Und ich hatte so die Hoffnung, dass Jamie Joe so in eine ähnliche, etwas erwachsene Richtung geht. Das vielleicht noch vorneweg. Und ja, wir haben eben hier diese Jungs und treffen pro Band eben ein Mädel, also beziehungsweise hat man jetzt natürlich auch schon 2 Freundinnen im Band 1 und 2, die man eben kennt. Und jedes Mädel hat sozusagen ein bisschen ihren Favoriten scheinbar, eben einen dieser Jungs, und erzählt so ein bisschen die Freundschaft-Liebesgeschichte, die natürlich durchaus mal prickelnd sein kann, es natürlich aber auch so ein bisschen Probleme gibt, was ist, wenn da irgendwelche Groupies stehen und Ähnlichem. Und ja, das klingt jetzt erstmal total banal, wenn man so drüber nachdenkt. Das Schöne hier ist einfach, dass die Mädels eigentlich normale, junge Frauen sind, die nicht ganz so immer doch eigentlich auch ins Klischee passen. Ja, ich wurde auch mit den Mädels tatsächlich nicht ganz so warm, aber man lernt, man ist eben dabei, wenn sich ja, der Rockstar sozusagen mit einem dieser Mädels trifft, wenn da ja, im Grunde die Liebe aufeinander trifft oder die Lust oder was auch immer, und natürlich so ein bisschen das Leben im Fokus steht der jungen Frauen, aber natürlich auch so das Rockstar-Leben und wie sich das so ein bisschen kombinieren lässt. Und im ersten Teil verfolgen wir Rowan und Adam, und hier fand ich einfach sehr besonders und schön, dass das so ein schönes Prickeln hatte, Flirty-Momente, einfach wie man sich das auch für das Alter von denen so ein bisschen vorstellen kann. Ich glaube, so 19, 20 sind die, können auch 18 sein, also ich glaube, volljährig waren sie alle schon. Und das fand ich eben sehr schön. Es hat auch für mich an den richtigen Momenten geendet. Es ist nicht so en detail in die Tiefe gegangen, wie das ja ganz oft bei New Adult der Fall ist. Und ich fand das einfach schön, dass das so dieses Verliebtsein, die Probleme, die es gibt, dieses auch durchaus mal ja nicht über die Gefühle reden, wie das im wahren Leben eben auch so ist. Und dann eben so den Fokus auch auf den Rockstar und wie finden die zueinander, was gibt es für Probleme und Ähnlichem, und auch mit dieser ganzen Band, diese Freundschaft dazwischen. Und wir lernen dann eben auch schon die kennen, die Freundin von Rowan, die dann eben im zweiten Band sozusagen die Hauptrolle spielt und dort eben auf Joel trifft, den wir natürlich, weil er in der Band spielt, ja auch schon aus dem ersten Teil kennen. Und ja, so ziehen sie sozusagen, werden sich die Kreise wahrscheinlich jetzt so ein bisschen durchziehen, was natürlich dann so der Nebencharakter aus Band 1 ist, ist dann der Hauptcharakter in 2, und wir treffen natürlich dann auch wieder auf Rowan, die wir ja vom ersten Teil kennen. Und ja, zudem gibt es einen ganz, 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 ganz tollen, ja, männlichen Nebencharakter, nämlich Sean. Und ich hoffe, dass er in irgendeinem der weiteren Teile dann auch noch die Hauptrolle spielen wird, denn den habe ich absolut in mein Herz geschlossen. Und ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das ja irgendwie so New Adult sein soll, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar in der Erotik also hinterlegt, wo ich so denke, also das war es für mich überhaupt nicht. Und es war gefühlt einfach ein schönes New Adult. Und ja, das aus meinem Mund, man kann sich das gar nicht vorstellen. Mir hat im ersten Teil wirklich besonders gefallen, so dieses Flirty zwischen denen, so die Missverständnisse, die es gibt. Mir persönlich waren es ein bisschen zu viele Spielchen, die gespielt wurden, und ich wurde auch mit Rowan nicht ganz so warm. Dennoch war dieses Buch wirklich ein kleines Highlight für mich, weil es mich einfach so in den Bann gezogen hat. Es wirklich eine schöne Sprache hatte, sehr locker, flocker, leicht, und aber so die richtige Tiefgänge trotzdem irgendwo bewiesen hat. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Der zweite Teil hat mir leider nicht mehr ganz so gut gefallen, weil ich einfach mit die noch weniger warm wurde, weil die einfach ganz anders tickt, als ich das tue. Und also wenn jemand irgendwie am Tag 5 Typen bei sich im Bett hat und dann immer noch nicht genug hat und sich dann aber wundert, wenn halt einer der Typen, das ist mir einfach zu viel. Da kann ich mich nicht hineinversetzen, da kann ich irgendwie nicht mitgehen, nicht mitdenken, nicht mitfühlen. Und da bin ich halt so leider ein bisschen raus. Das tat mir auch so ein bisschen leid, weil ich hätte gerne gehabt, dass mich der zweite ähnlich in den Band zieht. Da war ich aber manchmal sehr genervt von der Protagonistin und dachte mir immer, oh, jetzt geht das schon wieder los. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das war auch der Grund, weswegen ich nicht direkt mit dem dritten Teil weitergemacht habe, weil ich so dachte, man braucht jetzt auch einfach mal wieder so eine Pause. Aber alles in allem ist der Schreibstil wirklich sehr gelungen, sehr modern, sehr frech, und auch, ja, das Prickeln ist definitiv spürbar, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und man schwingt so ein bisschen in diesem Rockstar-Feeling mit und fragt sich eben, was würde passieren, wenn ich Robbie Williams über den Weg laufen würde.
Man weiß es nicht. Ja, im Grunde wirklich bisher zwei angenehme Teile. Mir gefällt der Schreibstil und ich glaube, dass ich die Reihe auch weiterlesen werde mit so einem kleinen Abstand. Ich bin ja immer so jemand, ich bin ja ein sehr Stimmungsleser und mir war jetzt nach so etwas und jetzt merke ich auch, wie das so ein bisschen abflaut. Und ich denke mal, dass es dann so im Sommer nochmal so ein Hoch geben wird, wo ich dann auch Teil 3 und 4 durchaus lesen werde. Weil es ist nichts, wo ich komplett denke, oh mein Gott, wie Paper Princess oder auch wie Wait for You. Das waren ja so Bücher, wo ich dachte, oh, geh mir bloß weg. Und das hatte ich hier tatsächlich nicht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich danke Anka für den Tipp. Und ja, wer hätte gedacht, dass ich tatsächlich mal ganz bewusst zu New Adult greife und es mir auch noch gefallen könnte. Aber man überrascht sich eben manchmal selbst mit Büchern, wenn man ihnen einfach eine Chance gibt. So auch bei Vollendet von Neil Schusterman. Ich bin ja seit Size ein Riesenfan von Neil Schusterman und dieses Büchlein liegt schon ewig auf meinem Sub. Zudem habe ich es auch noch als Hörbuch nebenbei sozusagen auch noch gehört. Das ist ein Auftakt einer Tetralogie, einer vierteiligen Reihe. Aktuell sind nur 3 Teile übersetzt. Ich habe aber gesehen, dass der Verlag jetzt alle 4 nochmal neu auflegen wird, in anderer Optik und dann eben auch der 4. Band sozusagen mit herauskommt. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, weil ich finde tatsächlich die Aufmachung hier von dem schon sehr, sehr schick. Und werde mir jetzt, denke ich, die anderen dann eher als E-Book zulegen und dann halt nicht als Hardcover oder sonstiges. Oder auch gegebenenfalls hören, wenn es die als Hörbuch gibt. Ja, Neil Schusterman hat ja mit Size bewiesen, dass er Dystopien kann, dass er unglaublich düstere Zukunftsvisionen im Grunde kreieren kann, dass er Utopien mit Dystopien mixt und man dann selbst ganz überfordert ist, ob man eine Utopie tatsächlich gut finden könnte. Und mich hat ja Size absolut gefesselt und es war auch ganz toll, Neil Schusterman auf der Leipziger Buchmesse kennenzulernen, wenn auch nur kurz. Und aber es war wirklich ein ganz ausdrucksstarker Mensch und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und so habe ich jetzt auch einfach zu seinem Buch Vollendet gegriffen, zum einen eben auch gehört und auch gelesen, was durchaus sehr gut funktioniert hat. Wir sind hier auch wieder in einer Zukunftswelt, auch im Grunde wieder in einer Dystopie, denn wir haben hier eben Familieneltern, die ihre Kinder an die Gesellschaft weitergeben, um sie umwandeln zu lassen. Man kann sich das ein bisschen wie Organspende vorstellen, dass alle Körperteile der Kinder werden eben ja wie eine Art Organspende weitergegeben an Menschen, die es benötigen. Allerdings beschränkt sich das eben nicht nur auf die inneren Organe, sondern eben auf alles von den Kindern. Von Händen, Armen, Knie, Beine, Füße, Augen, alles. Also und das betrifft Jugendliche zwischen 13 und 18 und die werden im Grunde in diese Erntecamps gebracht, auch verschleppt, denn es gibt eben auch Fälle, wenn man, glaube ich, das 10. Kind war es in der Familie, dass man dann eben auf jeden Fall geholt wird und das gar keine Wahl in irgendeinem Sinne mehr gibt. Und das erinnert natürlich so ein bisschen an die Hungerspiele. Gerade so diese Altersvorgabe. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Familie diese Umwandlung in Auftrag gibt oder das Kind eben spendet, was ich schon sehr schrecklich fand. Das fand ich tatsächlich eine ganz irrsinnige Sache, weil ich mir dachte, welche Eltern geben ihr Kind irgendwo hin, um das Gemeindewohl zu fördern. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie sehr abstrus und wir treffen auf einige Jugendliche, denen es mehr oder weniger eben ja im Grunde an den Kragen gehen soll, wenn man das so möchte. Wir treffen auf Connor, der so ein bisschen die Flucht ergreift, der den ganz großen Tatendrang hat, aber durchaus eben auch Mitgefühl mit seinen Mitreisenden hat, auch mit den Familien, auch mit seiner eigenen Familie. Wir treffen auf Risa, die ist eher kopflos und macht eher, ist aber super, super clever, wie ich fand. Und Lev treffen wir, der ist eben so ein Zehntopfer, eben ein Kind, das automatisch als Abgeburt dazu bestimmt ist, im Grunde gewandelt zu werden und eben mit 13. Und da muss man sich auch mal dieses Alter so ein bisschen vorstellen. Und ja, also es ist eine Geschichte natürlich so ein bisschen, die das System in Frage stellt. Wir haben hier natürlich die Jugendlichen, die sich gegen dieses System wehren. Wir haben Familien, die sich dagegen wehren. Und natürlich auch Menschen, die das toll finden, gut finden und gar nicht verstehen, wie man das in Frage stellen kann. Und wir begleiten eben diese Jugendlichen so ein bisschen
ja, auf der Flucht vor den Dingen, die ihnen da eben in diesem Erntecamp sozusagen bevorstehen würden. Man merkt natürlich im ersten Band schon, dass es ein erster Band von vielen ist, dass es wirklich so ein bisschen das Luftholen ist, dass das Charakter näher bringen ist, aber Neil Schusterman entwirft eine Welt, die gruselig ist, die beklemmend ist, die angsterregend ist und man sich aber unglaublich gut vorstellen kann. Also das ist total erschreckend, dass man denkt, diese Idee ist so weit weg von der Realität und dann bringt einem Neil Schusterman die so nahe, dass man denkt, das kann morgen jedem passieren. Und das ist einfach echt creepy. Das ist, da gibt es, also es war unglaublich beklemmend und man hat wirklich, ich hatte echt Momente, wo ich dachte, ich bin so angewidert, so angeekelt und ich fand es einfach wirklich schrecklich und ich musste es manchmal auch zur Seite legen und konnte auch manchmal nicht weiterlesen, weil ich dachte, so viel Grausamkeit auf dieser Welt und die ist nicht nur in dieser Welt, sondern eben auch in unserer Welt und es ist sehr anspruchsvoll, das muss man definitiv sagen, das war auch so mein Problem, was ich anfangs mit dem Hörbuch hatte, deswegen ich dann eben auch zum Buch gegriffen habe, bis ich dann drin war und dann konnte ich auch hören. Es ist auch sehr komplex, wie ich fand, also man musste sich schon sehr konzentrieren, was beim Lesen manchmal gefühlt ein bisschen schwieriger war, nein, beim Hören, und ich deswegen auch immer mal zwischendrin gelesen habe, aber die Welt von Neil Schusterman, wie er Charakter zeichnet, wie er die Welt und wie er die Menschen oder die Menschheit so aufzeigt, das war echt der Hammer. Also Neil Schusterman kann Dystopie, er kann Welten erschaffen und das wirklich mit angsterfüllenden Momenten und ich kann das Buch allen empfehlen, die Dystopien lieben, weil das ist förmlich einer der besten mit Dystopien bisher, die ich gelesen habe. Gehört auf jeden Fall meine Top 5 Dystopien. Ich bin mega gespannt, wie die Reihe weitergeht und werde die auf jeden Fall auch in nächster Zeit nach und nach weiterlesen, weil ja auch Seis auf sich warten lassen wird. Vollendet wirklich der Hammer. Nichts für zarte Gemüter. Es ist für mich auch tatsächlich gar kein Jugendbuch, weil es doch sehr auch subtil unter die Haut geht und man denkt, oh, boah, weiß jetzt nicht, ob das ein 14, 15 Jähriger unbedingt so gebacken bekommt und so verarbeiten kann. Also konnte ich das nicht und ja, also es war heavy, es war aber toll, es ist ein absolutes Highlight für mich gewesen. Leider mit dem Hörbuch nicht ganz so warm geworden, deswegen dann auch einfach öfter mal zum Buch gegriffen, was aber eine schöne Mischung war und ja, und es schimmert halt auch einfach so schön. Ja, so schnell kann es tatsächlich gehen, dass man ein Highlight-Buch in Händen hält. Währenddessen parallel wurde schon gelesen Die Zelle von Jonas Winner. Das haben wir gemeinsam gelesen im Leseklub. Es ist mein zweites Buch von Jonas Winner. Ich habe von ihm bereits Mörderpark gelesen und habe, glaube ich, Der Architekt auch noch auf dem Sub. Zudem kommt, glaube ich, im September auch sein neues Buch heraus, das ebenfalls sehr, sehr geil und spannend klingt. Ja, das neue Buch heißt, glaube ich, Die Party, wenn ich mich nicht täusche und kommt September, glaube ich, auch heraus. Ja, wir treffen in die Zelle auf den 11-jährigen Sammy, der gerade mit seiner Familie nach Berlin gezogen ist, in ein großes Haus und dort, ja, so beim Herrn Rumstromern und Kennenlernen des Hauses, ja, im Grunde im Keller landet, in einem Schacht und dort in einer Zelle ein junges Mädchen trifft. Und er sich so ein bisschen fragt, was macht dieses Mädchen hier? Und er eigentlich Hilfe holen möchte, aber das Mädchen nicht möchte, dass er Hilfe holt. Und ja, er dann im Grunde seinen Vater im Verdacht hat, dass sein Vater, den er eben auch so ein bisschen beobachtet und der ein bisschen komisch gerade ist, dann eben verdächtigt, dass er ja im Grunde dieses Mädchen in die Zelle eingesperrt hat. Und einen Tag später ja, geht Sammy zurück in den Schacht und da ist die Zelle leer. Der Vater von Sammy schreibt Filmmusik für Horror-Gruselfilme, was den Vater schon mal so ein bisschen merkwürdig erscheinen lässt, gerade im Umgang mit seinen Kindern, denn Sammy hat auch noch einen 2-3 Jahre älteren Bruder, es gibt auch eine etwas ominöse Nanny und eine Mutter, die irgendwie Opern singt, wenn ich mich recht erinnere, und gefühlt irgendwie nie da ist. Eine Familie, die ich persönlich sehr merkwürdig fand, wo ich schon dachte, naja, das wundert einen ja fast nicht, dass da der Vater irgendwie Kinder in Zellen steckt. Allerdings muss man sagen, so einfach macht es einen Jonas Winner natürlich nicht. Denn wir erleben diese Geschichte aus der Erinnerung von Sammy als 11-Jährigen. Also wir sind zwar schon 20 Jahre weiter, direkt zu Beginn wird im Grunde schon so ein bisschen was vorgenommen.
Aber wir erfahren im Grunde die Geschichte aus den Augen eines Elfjährigen. Und wenn wir uns selbst an unsere Kindheit zurückerinnern, sind wir ja manchmal auch sehr fantasiereich. Und wir erfinden als Kinder auch gerne Geschichten. Und man weiß natürlich nicht, was kann man bei Sammy glauben, was passiert wirklich, was bildet er sich ein und was interpretiert er etwas zu viel hinein. Und auch die Gespräche, die mit seinen Eltern und seinem Bruder und der Nanny und sonstigen stattfindet, da fragt man sich immer, was ist echt und was ist vielleicht nur in seinem Kopf. Und gerade so diese Frage ist natürlich schon das, was einen so ein bisschen neugierig auf die Geschichte macht und die einen auch so ein bisschen begleitet. Es war für mich tatsächlich kein extremster Thriller. Es hatte schon so ein paar Schockmomente, auch ein paar Spannungsmomente. Für mich gehört bei einem Thriller aber definitiv noch ein bisschen mehr dazu. Es hatte eine gewisse Sogwirkung, denn ich finde tatsächlich, dass Jonas Winner schreiben kann. Aber er hat so die ein oder andere Länge da drin, wo irgendwie gefühlt über ein paar Seiten nichts passiert und man sich so fragt, was macht denn das hier einfach für einen Sinn? Zudem merkt man manchmal, dass man auf falsche Fährten gelenkt wird und man sich so denkt, ha, auf die falle ich nicht herein und es dann tatsächlich auch nicht tut. Das fand ich ein bisschen überraschend, dass manches sehr vorhersehbar war, dass man manches erahnt hat, dass man bei manchen schon dachte, naja, es wird in die oder in die Richtung gehen. Es war schon spannend, ich möchte das gar nicht abstreiten und mit so mancher Wendung hätte ich auch nicht reagiert. Es war mir aber auch sehr viel konstruiert, sehr viel unlogisch, gerade das Verhalten der Mutter und der Nanny und des Bruders und auch wie Sammy sich manchmal verhalten hat. Es war manchmal aber sehr merkwürdig, wo ich denke, warum sind die Menschen denn so? Was passiert hier? Warum ist eine Mutter nie da, wenn der Sohn irgendwie scheinbar Probleme hat, sich einsam fühlt? Und was hat es mit diesem Vater auf sich? Und dann kommen eben auch so Dinge raus, wo man eben einfach nur so den Kopf schüttelt und sich denkt, ach nee. Und es war irgendwie gut, gar keine Frage. Es war auch an manchen Stellen wirklich spannend und hatte so eine Sogwirkung. Aber es hat mich nicht wirklich abholen können, nicht wirklich komplett mitnehmen können. Ja, so richtig 100% begeistern und überzeugt hat es mich nicht. Aber Jonas Winner kann schreiben, das kann man definitiv so sagen. Denn er schaffte schon, immer wieder neue Spannungsmomente aufzubauen. Er bringt sie nur nicht ganz zu Ende, ist so mein Gedanke, dass er einen genialen Einfall hat, ihn aber nicht komplett zu Ende denkt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich glaube, das hatte mich bei Murder Park auch so ein bisschen gestört. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie der Architekt sein wird, wie vielleicht auch die Party sein wird, je nachdem, was ich zuerst lese. Es wird nicht mein letztes Buch von Jonas Winner sein, denn dazu hat mir aber der Schreibstil, dieses Rüberbringen und auch diese Sicht des Elfjährigen eigentlich ganz gut gefallen. Das Schade ist natürlich bei einem Elfjährigen, man weiß halt nicht, was hat er tatsächlich erlebt, was ist aus der Erinnerung und was davon hat er sich vielleicht auch ausgedacht. Das macht es natürlich schon ein bisschen spannend und anders. Und ja, das hat Jonas Winner ganz gut geschafft. Von daher nicht schlecht, aber jetzt auch nicht der beste Thriller, den ich irgendwie gelesen habe. Und das letzte Buch der Woche war dann Jetzt, Baby von Julia Engelmann. Es ist, glaube ich, das vierte Buch von Julia Engelmann. Ich bin damals natürlich aufmerksam auf sie geworden, als dieses Poetry Slam sozusagen in Deutschland angekommen ist. Als sie somit die erste war, die auf YouTube im Grunde so ihren Slam, wir dürfen alles sein, Baby oder wie das auch immer hieß, bekannt wurde und so diese Welle von Poetry Slam im Grunde ausgebrochen ist. Und ich habe ihr damaliges Buch sehr gerne gelesen. Ich habe es auch hier noch stehen und gucke immer mal wieder meine Lieblingstexte durch. Und alle anderen Bücher danach habe ich dann auch gehört, weil ich es toll fand, dass sie die selbst vertont, dass so dass dieses Poetry Slam Feeling rüberbringt. Und ich war ja in diesem Jahr selbst auf zwei Poetry Slams hier bei mir in der Stadt und habe natürlich auch so ein bisschen Lust darauf gehabt, einfach mal wieder so ein bisschen was zu hören. Und so habe ich mir dann eben auch Jetzt, Baby von ihr angehört. Es geht ein bisschen was über eine Stunde und ich fand das wirklich sehr schön, sich da so konzentriert, ja, da so ein bisschen entspannt runterkommen zu lassen. Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, die Texte von Julia Engelmann treffen so ein bisschen das Leben, treffen das Herz, treffen den Kopf und ja, sagen so wirklich ganz, ganz tolle Dinge aus. Es gab einige Texte, die ich auch zweimal mehr angehört habe, weil sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Man kann einfach wunderbar zuhören und man muss auch sehr aufmerksam zuhören, damit man eben so in dieser Geschichte auch drin bleibt oder in den Texten sozusagen drin bleibt. Und es kommt im September ihr neues Buch, keine Ahnung, ob das Liebe ist, wo ich mich jetzt auch schon sehr drauf freue und ich werde das wohl auch hören, weil ich eben auch gerade diese Texte dann so authentisch finde, wenn sie die im Grunde ja selbst einspricht, wenn sie das in ihrem Tempo macht, wenn sie ja die Gefühle im Grunde so reinbringt, wie sie sie wohl beim Schreiben auch einfach empfunden hat. Und das macht sie einfach für mich großartig. Und man kann es natürlich zu einem
Hörbuch jetzt gar nicht so viel erzählen. Wer so etwas mag, wer Poetry Slam mag, wer vielleicht auch die anderen Bücher von ihr gelesen, gehört hat, der ist hier auf jeden Fall richtig. Der sollte sich das mal anschauen, weil auch dieses Buch immer wieder überrascht mit tollen Ideen, interessanten Gedanken, spannenden rüberbringen und sie das wirklich einfach toll macht. Ich finde, Julia Engelmann kann das. Und man hätte da manchmal direkt auch Lust, einfach selbst meinen Text zu verfassen. Ich wüsste nicht, ob ich mich dann auf die Bühne stelle und ihn vortragen würde, aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß, ihr da so zuzuhören und ja, so ein bisschen, ja, so teilzuhaben daran. Und ja, das war auf jeden Fall großartig. Dann lese ich ja in diesem Jahr mit einigen vielen anderen Harry Potter im Reread. Und jetzt im Juli sind wir ja im 5. Teil und ich habe den jetzt ja auch schon auf meiner Reise Berlin hin und zurück gehört und bin ja aktuell komplett dabei, was ihr in der nächsten Bücherwoche sehen werdet. Und ich habe jetzt auch endlich die Filme aufgeholt. Ich habe Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und der Feuerkelch angesehen. Eigentlich wollte ich die Filme immer direkt nach dem Lesen schauen. Das hat irgendwie beim dritten nicht so richtig geklappt. Und deswegen habe ich jetzt beide hintereinander weggeguckt. Und man muss schon ehrlich sagen, die Verfilmungen sind zwar gut, man muss sie ein bisschen getrennt sehen von den Büchern, denn es fehlt, finde ich, unglaublich viel. Und man merkt, dass manchmal kann sich irgendwas gar nicht logisch erschließen, wenn man nur die Filme kennt, weil einem so viel Buchwissen fehlt. Und ja, das ist mir hier sehr, sehr, sehr aufgefallen. Gerade, ja, eigentlich schon im dritten und es ging auch weiter im vierten. So viele Dinge, die nicht ausgesprochen werden, die nicht klargestellt werden und wo man sich so denkt, Mensch, das ist doch aber wichtig und es wird irgendwann wichtig und das ist immer so schade. Aber es macht Spaß, sich das anzugucken, die Entwicklung unserer Charaktere zu beobachten, wie sie größer, erwachsener werden und düsterer werden. Und man merkt schon, dass der vierte Teil definitiv dunkler ist und dann eigentlich gar nicht mehr so viel mit einer Kindergeschichte zu tun hat. Aber ja, so der Vollständigkeit halber habe ich, ja, diese Filme geguckt. In dieser Woche war auch noch so ein bisschen was an WM zum Anschauen. Auch da habe ich natürlich aufmerksam so ein bisschen die Spiele verfolgt. Ja, Deutschland ist rausgeflogen. Sehr, sehr schade, aber vielleicht auch einfach verdient. Das lässt sich ja von außen immer so ein bisschen schlechter beurteilen. Auch Portugal ist am Samstag leider nach dem Achtelfinale nicht weitergekommen. Ich saß ja im King Tet und habe das Spiel leider verpasst. Ich hätte es unglaublich gerne gesehen, aber ja, das nächste Mal, wenn man Termine plant, muss man sich vorher einen WM-Kalender mal zur Hand nehmen. Ich finde es schön, dass sie es bis ins Achtelfinale geschafft haben. Ich hätte ihnen auch tatsächlich das Finale gewünscht und den Titel, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und ja, ich fand das tatsächlich, dass viele Spiele doch sehr foul-lastig waren, also im Sinne von Foul-Spiel, wo ich so dachte, Mensch, es ist halt nur Fußball, ne? Also reißt euch mal so ein bisschen zusammen. Das ist mir bei einigen Mannschaften aufgefallen, was ich wirklich schade fand. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wie es so ein bisschen weitergeht. Also ich werde jetzt auch das Halbfinale weiterverfolgen und dann natürlich auch das Finale mir am Sonntag, denke ich, auch angucken. Mal schauen, wer im Finale sein wird. Bin da auf jeden Fall neugierig. Und ja, finde es jetzt natürlich nicht mehr ganz so spannend, weil keiner meiner favorisierten Vereine dabei ist. Aber nichtsdestotrotz gucke ich gerne immer mal Fußball und lasse mich da von dem Hype auch so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, und auch Spanien ist ja leider nicht weitergekommen. Also, ja, es ist manchmal nicht so einfach. Oder? Ja, na, ich glaube schon. Jetzt bin ich tatsächlich so ganz leicht verwirrt, wie ich ja manchmal so bin. Messi ist ja mit Argentinien auch schon raus. Eine sehr merkwürdige WM. Ich vermute mal, dass Brasilien als nächstes fliegt, dass so die Großen jetzt einfach nach Hause fahren und das unter den Kleinen sich ja, ausgemacht wird. Ja, ansonsten serientechnisch lief überhaupt nichts. Ich möchte jetzt die neue Serie von Benedict Cumberbatch anschauen, muss aber definitiv sagen, dass mir im Sommer so gefühlt gar nicht nach Serie oder Filmen oder irgendwas ist, sondern ich einfach unglaublich gern draußen bin und auch diese Woche zweimal bei uns hier am See war mit Freundinnen. Und man einfach sitzt, das Wasser genießt und dann habe ich halt auch wirklich viel Hörbuch gehört, was ja so ein bisschen der Serienersatz auf jeden Fall ist. Und ja, die Serie reizt mich aber. Es kommt jetzt auch im Juli ein, zwei Serien auf Netflix, die ich mir mal angemarkert habe, auf die ich mich freue. Mal gucken, wie ich das so mit dem Wetter vereinbaren kann, weil wenn es schön ist, bin ich einfach draußen und ich habe da nicht Handy dabei und gucke eine Serie. Also da, dazu bin ich zu gerne draußen, bin ich zu sehr Sommerkind und genieße das natürlich dann auch.
Und ja, ich glaube, jetzt habe ich auch tatsächlich nichts vergessen. Zu Berlin wird es auf jeden Fall einen Vlog geben, einen kleinen, feinen, den ich hoffentlich dieses Wochenende dann auch fertig schneiden werde. Und ja, ich glaube, sonst habe ich alles erzählt. Es ist Sommer, es regnet jetzt, Gewitter scheinen vorbeigezogen zu sein. Ich glaube, es wurde jetzt auch wieder ein bisschen heller. Ja, jetzt habe ich auch, glaube ich, nichts weiter verpasst. Außer nochmal zu sagen, dass wir im Leseklub nichts Eigenes lesen werden im Juli, sondern uns dem Stephen King Leseklub im Grunde anschließen und die Augen des Drachen lesen werden, was, glaube ich, nicht hinter mir steht. Aber ich werde das wahrscheinlich schon im Leseklub auch verkündet haben sowieso und wahrscheinlich auch schon den Link in die Gruppe gesetzt habe. Und ihr findet die Stephen King Lesegruppe auch immer unten in der Infobox, wie auch die Dan Simmons Lesegruppe und den Leseklub und was es da alles gibt. Guckt da einfach mal in die Infobox vorbei. Ich versuche da immer alles ja, reinzupacken, was irgendwie geht. Und ja, dann gucken wir mal, ob es im August ein Leseklub-Buch geben wird. Vielleicht legen wir auch einmal eine kleine Sommerpause ein. Und weil ich habe dann auch Urlaub im August und ich glaube, möchte mich gar nicht so an ein Zeitfenster irgendwie binden beim Lesen, wenn ich da so entspannt im Urlaub bin. Ich bin da ein bisschen komisch. Aber gut, das wisst ihr ja bereits schon. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch soweit, was ich erzählen wollte und was auf meinem Zettel auch so ein bisschen steht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja schon eins der Bücher, dann lasst es mich gerne wissen. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.